Ihr wollt wissen, was das hier jetzt wird? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir haben vor, uns mal eben anzugucken, wie das denn mit unseren Zahlen aussieht, weil ich habe dummerweise drei Dinger, die nicht so hundertprozentig passen. Nämlich einmal den Turbodraht. Kupfer. Barren. Und was war der dritte? Moment. Ich habe hier meine Liste. Wie gesagt. Aluminium Scrap. Ist ein bisschen ungünstig. Nämlich. Wir brauchen hier, wir haben 6 Stück von den Apparillos. 6 Stück mal 120 pro Minute. Quatsch mal, 100 pro Minute, ne? Erst auf 120%? Erst auf 100%. Okay. Also wir haben 640 pro Minute. Das passt hier oben drauf. Aber dann haben wir gesagt, den Rest schmeißen wir hier unten rein. Passt nicht. Also es kommt von hier vorne. Das heißt, wir können den hier langlaufen lassen. Das ist wunderbar. Aber den da müssen wir woanders hinpacken. Und vor allem müssen wir gucken, wir haben mindestens ein so ein Doppelding, das nicht so gut passt. Ja, weil hier haben wir Kriteriumbarren, Kupferbarren, die kommen zusammen. Aber das waren 18 Stück, glaube ich, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super clever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 18 Stück. Und 18 mal 90. 18, 90 war das, ne? 1620. Ich glaube, der da ist untertaktet. Nein. Der ist untertaktet. Genau, hier sind 65, irgendwas. Also wir kommen da dummerweise auf 3 Bänder. So ganz knapp. Weil wir brauchen oder wir erzeugen von dem Zeug 1595,5. Und wenn ich richtig rechne, sind 780 mal 2 immer noch 1560. 80 mal 2, 1560. Das heißt, wir haben 35 zu wenig. Ist ein bisschen schlecht. Ist jetzt die Frage. Lösen wir das erst oder machen wir erst mit den Verkabelungen unten oder Veränderung mit dem anderen Zeug weiter? Ich glaube, wir machen besser erst mit dem anderen Zeug weiter. Ich habe das im Hinterkopf und dann können wir ja gucken. Wir müssen das ja dann irgendwie hier runter und da dran kriegen. Das heißt, wird dann irgendwo hier rausgehen und da gemerged werden, wie auch immer, dass es da runterkommt. Und dann müssen wir sowieso noch gucken, wo brauchen wir das Zeug denn noch überall. Vielleicht ist es auch cleverer, erst hinzugehen und alles andere anzuschließen. Wo wir auf jeden Fall ran müssen, ist Aluminiumschrott. Weil hier haben wir tatsächlich dran gedacht, 2 reinzumachen, aus Versehen. Moment, Aluminiumschrott haben wir nämlich 1294. Heißt, irgendeiner von euch, ich glaube, die Mitte hatten wir doch untertaktet, ne? So dass das in beide Richtungen gleich. Ja, easy. Da habe ich tatsächlich dran gedacht. Das war ein Versehen. Entschuldigt bitte. Ich wollte euch nicht enttäuschen, indem ich euch nicht enttäusche. Macht das Sinn? Ihr versteht, oder? So. Wir haben hier ein bisschen was. Dieses Band hier geht da vorne hin. Vielleicht müssen wir das nochmal zumindest hier vorne umlegen. Aber das wird nicht das Problem sein.
legen wir es kurz an die Decke und weg. Weil wir brauchen jetzt hier... Ich glaube, ich ziehe das jetzt einmal durch. Wir machen auch heute wieder diese wunderbaren Geräte. Und ich hatte, glaube ich, in meiner Beschreibung reingeschrieben, dass die so stehen soll. Und dann muss ich sie noch einmal direkt daneben packen. So überlappen. Sollte eigentlich passen, oder? Du machst hier Quarzoszillatoren. Was machst du? Quarzoszillatoren. Brauche ich noch nicht mal. Wir gucken mal eben. Wenn jetzt nämlich alles Quarzoszillatoren. Ja, das sind Computer, natürlich. Quarzoszillatoren. Auch. Okay. Du machst Stress. Aber dann. Alles etwas einfacher machen, wenn ich hier nur einen nehme. So, jetzt einmal wieder vorsichtig das wegnehmen. Ich hätte vielleicht erst gucken sollen und dann bauen. Aber das wäre ja nicht mein Style. Ne? Wir machen ja nichts mit Durchdenken. Deswegen ich hätte erst gemacht, und dann gedacht. So. Wir können aber trotzdem den Kollegen nehmen. Und dann müssen wir ihn vielleicht nicht von hier hinten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin hier irgendwo ein bisschen off. Das sieht gut aus, aber das sieht mir zu weit aus. Ja, wusste ich's doch. Okay, auch den müssen wir. Ist immer ein bisschen schwierig, den ersten zu setzen. Aber dann geht's auch. Wir kriegen da alles schön hin. Ist ja nur noch... Wir machen jetzt hier alles für die... Genau. Für die paar... Wie heißen sie? Manufaktoren. Nein, das ist alles ein schweres Wort. Sind wir hier richtig? Oder müssen wir einen weiter verbauen? Nee, das sieht gut aus. Das ist richtig. Ja, das sieht auch gut aus. Gehen wir da oben hin, ne? Sollte auch passen. Ein Stück zurück. Danke. So, noch hier hin. Freiräume überlappen sich. Welche Freiräume überlappen sich? Meckers mit da unten? Okay, das ist dir. Ich kann den da hinstellen, aber krieg ich das nicht dahin? Das ist die Frage. Das war auch Oszillator, ne? Okay, komm. Nee, alles falsch hier. Dahin. Das machen wir uns jetzt ganz einfach.
Wir ziehen dich. Einfach direkt da rein. Dich ziehen wir hier hin. Zack, zack. Setzen dich einen hoch. Jetzt versuchen wir unser Glück, indem wir den setzen. Zack, zack. Bringen wir dich zwei hoch oder machst du dann rot? Zack, zack. Jetzt zwei. Du gehst. Einen hoch. Zwei hoch. Dann gehst du dahin. Und kommst von da aus da runter und gehst dort rein. Eins, zwei, drei. Dahin. So. Ich habe keine Ahnung. Alles hier hätte irgendwie hier hingepasst, aber als Gesamtes meinst du, das passt nicht? Okay. Kleine Diva. So, Blaupause. Das müsste passen. Das passt auch. Das passt. So, damit haben wir hier schon mal alles für die Computer. Dann machen wir den Spaß jetzt auf der anderen Seite auch. Da ich hier wenigstens ein bisschen fliegen kann, mache ich eben erst die Kollegen. Den mal so ein bisschen improvisieren, ne? Achso. Aber es hat hier ganz gut geklappt. Muss man ja auch klipp und klar sagen. Und ich habe es tatsächlich zu weit weggestellt. Oh, da bin ich aufgepasst. Er macht es. Aber das würde ich jetzt nicht mehr korrigieren wollen. Und dort. Warum schließt du jetzt an, anderen aber nicht? Ach ja. Warum frage ich sowas eigentlich? Ungenügend Material. Bedeutet. Das hätte für mich aber auch böse enden können.
die nicht auf das Schild. Na, komm, nimm raus da. Da Gott sei Dank keine Apparillos mehr bauen, sondern. Aber da kann ich wahrscheinlich nochmal eine Zugladung von holen. Oh Mann, oh Mann. Hier geht's hoch. Da lang. Ihr steht exakt gleich weg. Warum schließt der hier an, aber der Rest nicht? Ich kann doch nicht mehr. Ja. Okay. So. Als ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie eine dämliche Idee aussieht. Exakt so. Wie soll ich denn die... Vollkommen scheißegal, ich leite das hier oben ran und dann da rein. Dann nehme ich einfach nur diese Einzelbänder raus und dann geht das. Vergesst, was ich gesagt habe. Alles gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Was brauchen wir? Nee, nicht gut. Was mache ich hier? So. Den wollte ich machen. Dahin. Hier nochmal. Und hier hinten ist schon verbunden. Das heißt, wir haben die alle dran. Damit können wir dann das schon mal laufen lassen. Von hier aus können wir den Spaß hier rumleiten und hier hin. Immer ein bisschen mehr Platz. Ums. Ach, brauchen wir gar nicht. Wir müssen bis hier hinten hin. Was machst du eigentlich? Du machst Computer, das ist sehr gut. Du machst Beacons. Jetzt wäre die Frage, wie machen wir Beacons? Die Idee ist in dem Fall, es wäre ein Novum, den einfach mal anders rumlaufen zu lassen. Ich setze den... So, den hätten wir. Das kommt da an. Das ist eigentlich der Unterschied zwischen ihm hier, der war Platine, Turbodraht, Gummi. Du brauchst komplett andere Sachen. Okay, vergesst es einfach. Die lassen wir von da kommen. Oder lassen wir sie hier von unten kommen. Na, guck mal. Da müssen wir gleich ein bisschen rumbiegen. Später machen. So rum hätten wir den gerne. Den möchte ich jetzt aber auch gerne hier mittig auf diesem Dönse laufen lassen. Und einmal gucken. Wo wäre das? Mit Loch muss am Strich sein. So dürfte passen, oder?
Du läufst gerade, das ist sehr gut. Würde Ki? Würde das Ki? Das ist ja mega. Dann machen wir das einmal so. Damit hätten wir das. Mal gucken, wie wir die Sachen hier hinkriegen. Was ist denn, wenn wir hier schon mal durch die Gegend? Das wird gehen. Dann können wir nämlich. Achso. Jetzt ist mega. Wir setzen einen dahin. Der passt hier. Perfekt. Wir setzen den dahin. Packen den. Dahin. Wir nehmen uns den. Packen ihn. Dorthin. Und den hatten wir nicht von der Seite, sondern von dieser Seite dorthin. Ja, ist hier ein bisschen Kraut und Rüben. Problem? Wasser. Wasseranschlüsse machen wir anders. Ah, kleinen Moment. Und weiter geht's. So, wie lösen wir das Problem mit dem Wasser hier? Können wir das Wasser... Ja, die. Natürlich geht das nicht. Was ist, wenn wir die Wassernummer hier einspeisen? Also. Das Ganze weiter nach hinten setzen. Hier eine Einspeisung machen. Das nochmal rumziehen. Damit können, also wir können hier auf jeden Fall mit dem Zeug noch mal ein bisschen spielen. Aber dann hätten wir hier auch schon mal alles. Dass das von außen kommt. Was haben wir hier? Was bist du überhaupt? Schwererer. So. Die schweren Rahmen sind doch weitestgehend mit Material versorgt. Hier hinten fehlen aber noch zwei Dinge. Was da schon mal hinkommt, das ist Beton. Den wir ja dafür brauchen. Beton, okay. Beton kommt hin. Und modulare Rahmen kommen hin. Sehr gut. Was fehlt, sind Stahlrohre und Stahlbetonträger. Okay. Muss ich mir erstmal merken. Was ich jetzt... lohnt sich das? Eine Überlegung. Wir müssen einmal hier rüber. Oh Junge, wir müssen kurz hier durch. Denn an diesen Kollegen hier und Schwefel. Gleichzeitig haben wir diesen Schwefel. Ich könnte das hier mal wegmachen. Und schön. Diesen Schwefel müssen wir hier irgendwo hinpacken. Was kommt auf diese Bahn hier? In welche Richtung geht die? In diese. Boink. So. Uran ab. Okay, da können wir es nicht draufsetzen. Denn wir brauchen Schwefel ja noch da hinten. Irgendwo. Wenn ich es wiederfinde. Ganz, ganz hinten. Fehlte Schwefel. Das heißt, setze ich jetzt einfach hier noch einen oben drauf.
würde sich ja anbieten, weil es geht alles in die Richtung. Andererseits, ich kann da dann direkt unter der Decke laufen lassen. Das wäre doch sinnvoll. Okay. Jetzt nochmal gucken. Wir müssen... Wo müssen wir das Schwefel hinkriegen? Hier... Ich glaube, ich ziehe das einfach von hinten hier rüber. Da lang. So. Also da haben wir Schwefel. Da muss Schwefel noch rein. Bin ich mir zumindest relativ sicher. Das heißt... Du kommst bitte dahin. Dann kommst du. Moment, der ist zu weit. Eins. Mhm. Daneben packen wir zwei hin. Daneben packen wir zwei hin. Was wäre, wenn wir den jetzt... Funktioniert. Das würde funktionieren. Dann können wir das nämlich. Da hinziehen und dann von da aus schön da oben drüber. Genau. So lang wie wir kommen. Irgendwo kommt auch wieder die grüne Linie. Da. Weiterlaufen. Ups. Und dann da. Ja, du schiebst mich ein bisschen, okay. Komm ich mir klar. Dann schnappen wir uns eben noch die letzte Aktion heute sein. Dass wir eben den Schwefel da anschließen. Zack. Zack.
Ah, ist ein bisschen schief, aber passt schon. Okay. Das heißt, Schwefel kriegen wir da oben hin. Pass mal auf jetzt. Habe ich mir das vollkommen falsch im Kopf? Und ich brauche da gar keinen Schwefel. Das wäre der Buller. Ich renne jetzt erstmal da hinten hoch. Das gucken wir uns noch eben an, ob ich das halbwegs richtig im Kopf hatte. Da müsste auch die Verteilung noch richtig kommen. Schwefel läuft auch schon. Du brauchst Schwefel. Easy. Schwefel liegt an. Jo, Schwefel hat sich zurückgestaut. Wunderbar. Ja, so soll das sein. Ja, wir haben das erste Zeug, das hier nicht mal rein soll. Haben wir schon mal fertig. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. So, Schwefel ist drin. Ich glaube, die Folge nennen wir auch so. Schwefel ist drin. Ihr werdet es gesehen haben, ob ich es so genannt habe. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Nicht schießen! Käffchen.